Essen für uns selber. Und während die Moonbase Bravo, die ist ja extra auch, also die ist ja ziemlich modular aufgebaut. Und das werden wir weiter ausbauen. Wir werden auf der Moonbase Bravo nach und nach all diese Elemente, also uns fehlt ja auch noch die Medic-Station, also wo wir die Leute von Homesickness heilen können. Das habe ich einfach noch nicht, das Bauteil. Das muss irgendwann noch kommen. Und natürlich auch sowas wie ein Logistikzentrum und so weiter. Also wir arbeiten uns ja nach und nach hoch in der Technologie. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Nukleartechnologie. Habe ich nuklear gesagt? Ich meinte natürlich Nukulartechnologie. Wir machen große, große Schritte und wir haben jetzt das erste Mal im Orbit vom Mond ja noch diese Verarbeitungsdings. Und wenn wir jetzt die Mining-Sachen haben, da bin ich echt gespannt drauf, das erste Mal auf dem Mond rumzufahren und Sachen einzusammeln. Da fällt mir gerade mal ein, aber wir haben noch ganz gut Electric Charge. Wenn man so eine Fuel Cell hat, sollte man sie vielleicht auch einschalten, ne? Nur so am Rande. Und ein Surface Sample. Zack. So, fällt euch noch irgendein Biom ein, mit dem ich es noch nicht aufgenommen habe? Sonst auf dem Launchpad hatte ich es nicht offen. Also ich würde jetzt nochmal zum Launchpad fahren, weil ich da wahrscheinlich noch nicht alle Experimente gemacht habe. Und Lady Samus, danke für den Follow. Willkommen bei den Kurbonauten. Und viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt gehen wir ja auch gleich wieder rüber zu echter Rocket Science, also dass wir mal wieder irgendwo hinfliegen. Bisher ist es ja eher Autofahren. So, Restore. Also ich fahre jetzt nochmal aufs Launchpad. Launchpad hatte ich. Landebahn. SPH hatte ich schon. SPH hatte ich schon. Guter Punkt, die Landebahn können wir noch mitnehmen. Weil die ist auch einfach anzusteuern. Jetzt müssen wir natürlich direkt auf die andere Seite einmal fahren. Dann fahren wir jetzt hier rüber auf die Landebahn und dann zum Launchpad. Dann müssten wir alles haben. So. Schwuppdiwupp. Ach, schönes kleines Auto. Also was mich schon mal sehr freut, muss ich sagen, ist vom Fahren her ist der Rover ziemlich angenehm. Der fährt sich echt schön. Und das gibt mir schon mal ganz große Hoffnung, wenn wir den nachher jetzt mit Mining-Equipment ausstatten, dass das Ding echt funktionieren wird. Für unser Vorhaben. Der Crawlerway, den werden wir gleich nochmal hochfahren. Ich glaube, ja, den habe ich, glaube ich, als allererstes gemacht. Aber wir fahren gleich den Crawlerway nochmal hoch. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier so an die 100 Experimente eingesammelt haben, müssten wir eigentlich ziemlich safe sein. So, das meiste haben wir schon. Oder ein paar Sachen haben wir schon so rum. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir nochmal gerade die Experimente natürlich einsammeln, die wir hier einfach noch nicht gemacht haben. Und ein Surface Sample hatten wir hier auch noch nicht. Zack. So, einmal eingesammelt. Dann sind wir jetzt bei 101 Experiment. Und jetzt fahren wir gleich den Crawlerway nochmal hoch zum Launchpad. Einfach um sicher zu gehen. Wie gesagt, Crawlerway bin ich mir ziemlich sicher. Aber es könnte sein, dass wir ein, zwei Experimente haben, die wir auf dem Launchpad noch nicht gemacht haben. Na komm, steh auf. Schwupp. Schwupp. So. Und dann sind wir durch. Dann geht's ans Raketebauen, um diesen Rover dahin zu bewegen. Und wahrscheinlich noch ziemlich parallel dazu eine Rakete, die unsere erste Crew rausbringt. Wie viel Science passt in die Kiste? Ich bin gar nicht sicher, ob die überhaupt ein Limit hat. Ich glaube, die kann einfach einsammeln. Die ist einfach nur zum Einsammeln da. Ich glaube nicht, dass die ein Limit hat. Also ich wäre noch nie an eins gestoßen. Ich meine, wir haben da mittlerweile 101 Experiment drin liegen. So. Oh, da. Moment, da waren wir ganz kurz an den Kerbin Shores, habe ich so das Gefühl. Nope. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber für einen kurzen Moment war da irgendwas. Na gut, ist jetzt auch egal. Wir fahren jetzt nochmal den Crawlerway hoch in Richtung des Launchpads. Ich glaube, das Ding hier können wir auch einfahren. Nicht, dass wir noch irgendwo hängen bleiben und irgendwas hässlich explodiert, wenn wir jetzt da die Rampe hochfahren.
So, schöne kleine nächtliche Rover-Tour auf jeden Fall. Genau, und das ist der Plan für heute. Mit der Science holen wir uns jetzt hoffentlich die Bohrer. Dann wird dieser. Genau, hier hatten wir alles auf dem Crawlerway. Aber jetzt haben wir das nochmal bewiesen. Ach, rödel, rödel, rödel. Nicht umkippen. Irgendwie. Kann ich das erzeugen künstlich, dass ich so halb. Oh. Ich hätte gern diese Situation hier. Diese so halb. Klappt nicht. Es scheint nur zu sein, wenn ich hüpfe irgendwie. Na gut. Das ist, glaube ich, dann Flying over Kerbin Shores, wenn ich kurz Bodenkontakt verliere. Und da sind natürlich auch die ganzen Bodenexperimente ein bisschen für den Arsch. Gut, jetzt fahren wir nochmal aufs Launchpad und dann holen wir sie nach Hause, die Jungs. Dann haben sie zwar noch keine Erfahrungspunkte bekommen, aber sie haben zumindest mal ihre erste kleine Tour. So, vorsichtig. Ach, guck mal, hier gibt es sogar noch was zu holen auf dem Launchpad. So. Bremsen einsammeln. Ich sammle einfach alles ein. Schadet ja nicht. Muss ich nicht so viele Knöpfe drücken. Zack. Und dann gibt es nochmal ein Surface Sample. So, und dann wird das hier alles eingesammelt. Gut, und dann sind wir damit erstmal durch. Ich recover den ganzen Kram jetzt mal. Und die Landetriebwerke brauche ich jetzt gerade nicht zünden. Die sind noch runtergespeckt auf Mondschwerkraft. Ich würde mit denen gerade gar nicht starten können. Da machen wir noch einen kleinen Testlauf vorher. 705 Science. Totally overerfüllt, aber ich sagte ja bereits, Science ist immer haben besser als brauchen. Das heißt, wir können das jetzt erstmal gedanklich abhaken. Das hat auf jeden Fall gut Wissenschaftspunkte gebracht. Gut, dass wir es gemacht haben. Und wir können uns jetzt die Advanced Science Tech holen. Das sind hier unsere entsprechenden Bohrer. Da müssen wir dann jetzt gleich mal rausfinden, was denn eigentlich die richtigen Bohrer sind. Gibt es ja allen möglichen Kram. Ich kaufe das jetzt einfach mal, statt lange noch weiter drüber zu reden. Dann haben wir sogar noch 155 übrig. Ich überlege tatsächlich, ob wir hier hinten einfach. Wollen wir der Form halber? Frage in die Runde. Ich bin auf dieser Ebene, auf der 90-Punkte-Ebene, und ich sehe ja Sachen immer erst, wenn ich sie kaufe. Also es könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen geheimen Pfad in der Mitte durchgeben. Wer weiß, was da noch Interessantes kommt. Wollen wir das hier kaufen? Ich finde es nämlich gar nicht komplett uninteressant, weil. Der hier ist ein elektrisch betriebener Motor mit der eine Atmosphäre braucht. Das heißt, damit könnten wir vielleicht so kleine Drohnen oder sowas später mal auf Duna fliegen lassen oder so ein kleines einsitziges Fliegding, weil es braucht halt kein Fuel, sondern tatsächlich nur Strom, wenn ich das richtig sehe. Deshalb würde ich das gerne kaufen. Ich habe ein Jahr schon gesehen und ich, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal sauber und dann können wir sauber auf der 160er-Ebene weitermachen. Also wenn ihr jetzt nicht sagt, so, oh ja, hebt das mal auf, weil wegen ISO, kaufen, oder? Ah, nochmal. Ja, bis Duna ist natürlich noch lange hin, aber so lange ist gar nicht mehr, 160 Tage. Und wir verpassen sonst vielleicht auch irgendwas hier. Also einfach, um sicher zu gehen, ich guck mal. Ha! Habt ihr es gesehen, wie es aufgetaucht ist? Da ist was. Da sind große elektrische oder medium große. Counter-Rotating Ducted Fan Engine. Both Traditional Engine Throttle Control as Limited RCS Controls. Okay, damit können wir vielleicht irgendwas Abgefahrenes später mal auf Eve oder auf Duna oder sowas bauen. Da müssen wir mal ein bisschen testen. Okay, cool. Aber dann können wir uns jetzt mit den 65 Science, die wir in der Jackentasche noch haben, zurückziehen in das Vehicle Assembly Building. Und um es nochmal zu sagen, hallo Ninja Hamster, willkommen, viel Spaß beim Zuschauen und danke für dein Follow. Um es nochmal zu sagen, wir haben noch 139 Tage Zeit, bis es nach Duna losgeht. Das wird unsere erste. Ja, ich sag mal Aufklärungsmission, das wird ein Satellit werden auf jeden Fall und theoretisch gerne ein Rover und jetzt haben wir so kleine Dinge, lustige Propellerdinger. Ich bin echt versucht, einen atomar getriebenen Propellerflieg-Aufklärungsroboter zu bauen. Müssen wir mal gucken, wie abgefahren wir es machen. Jetzt machen wir aber erstmal die Moonbase weiter. So, also Moonbase. Jetzt heißt es Umbauen unseres Rovers. Ich hoffe mal, ich habe jetzt noch sauber den Science, den Mining Rover MK1. Den haben wir ja nicht übergespeichert, dann ist das ganze Science Equipment erstmal ab. So, jetzt müssen wir Mining aus dem Ding machen. Für Mining braucht's vor
allen Dingen eine Stelle, wo man das Mining-Zeug reinpackt. Das hatte ich hier hinten. Okay, sehr schön. Okay, cool, das haben wir schon mal. Also Gypsum ist prinzipiell verfügbar. Wir können dort drin Gypsum speichern. Eine gute Sache. Unsere, da wurde ich nochmal darauf hingewiesen, unsere Center of Mars ist relativ mittig, muss ich sagen, wenn ich mal so gucke. Oder? Was sagt ihr? Also Center of Mars sieht eigentlich ganz gut aus. Wo ich nochmal darauf hingewiesen worden bin, ist, dass eine Trust-Weight-Ratio von 1,8 für einen Suicide-Burn natürlich ein bisschen lausig ist. Dem stimme ich zu. Das ist tatsächlich ein bisschen wenig. Das heißt, wir werden jetzt den Trust-Limiter mal noch ein bisschen hochziehen. Ich würde mal sagen, wir gehen so bei beiden Triebwerken auf 25%. Dann haben wir nämlich eine Trust-Weight-Ratio, die eher so im 4-Bisschen-Bereich, also die ist dann relativ schnell und relativ schnell auf einem guten Leistungsspektrum. Das heißt, wir können sehr gut und sehr schnell nach unten gehen. So, und die Mod-Tipps habe ich gesehen, aber ich installiere im Moment keine Mods nach, ohne es ausgiebig zu testen, einfach um die Installation nicht instabil zu machen. Und ich habe schon über 50 Mods drin, deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig, Snake. Aber danke für die Tipps. Ich lese mir das natürlich immer durch, aber ich setze nicht alles um. Okay, genau. Muss man das in der Fab vorher einstellen? Ja, muss man. Also hier unten ist Gypsum eingestellt jetzt, dass er hier drin Gypsum speichert. Ansonsten habe ich erstmal nichts weiteres zum Speichern. Ich kann hier ein bisschen Mulch speichern. Hier sind auch ein paar Supplies drin. Hier drin ist auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Mulch zu speichern. Und Supplies sind auch noch drin. Jetzt müssen wir aber... Wie heißen die Dinger? Bohrer. Wir müssen Bohrer anbringen. Jetzt wird's spannend. Wir gucken mal, was es alles an Drills gibt. Drills. Wir haben ja jetzt... Oh, echt? Wir haben echt ein paar. Krass. Okay, Carbonite, Explocoral. Der ist, glaube ich, ein bisschen groß. Ja, der ist echt ein bisschen groß. What? Regolith Drill. So. This very special drill will allow us to scrape some of the regolith off of non-atmospheric planets. Regolith wollen wir aber gar nicht. Pulse Drill. Can be used to extricate valuable resources from planetary surfaces. Swappable drill heads and internal separator configurations allow the drill to focus on specific resources. Ah, wir können dort wahrscheinlich sagen, mach mal was ganz Bestimmtes. Planetary Use, 200 Base, Uranite, Rare Metals, Hydrate, Ore, Silikate, Exotic Materials, Water, Gypsum! Ba-ba-ba-ba. Und wahrscheinlich durch die Spezialisierung halt eine höhere Effizienz. Also wir halten mal fest, der hier kann auf jeden Fall, der MEU-500A Pulse Drill, kann auf jeden Fall mit einer sehr hohen Effizienz Gypsum abbauen. Und der kann maximal 2 Gypsum pro Sekunde rauspacken. Wir haben momentan Storage von 5000. Das heißt, wir könnten in unter einer Stunde das Fahrzeug befüllen im Idealzustand. Okay, jetzt gucken wir mal. Der ist wahrscheinlich aber auch nicht ganz klein. Nein, nein, der ist überhaupt nicht klein. Der ist abgefahren groß. Okay, was ist das? Okay, oh, der ist aber auch richtig schwer. Nein. Nein. Okay. Wow. 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 Die sind alle echt groß. Okay. Wir gucken mal hier, ob es hier noch kleinere gibt. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Der ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner. Ja, okay. Die sind beide ähnlich klein. Was haben die denn für eine Effizienz? Die haben Gypsum, Gypsum, Gypsum. Ist wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter unten. Gypsum, 100% Base und macht 1 pro Sekunde, was immer noch ziemlich fair ist. Dann können wir die Karre in knapp 2 Stunden befüllen. Und der hat auch 100%. Ich weiß gar nicht, ob man, kann man bei Twitch zurückspulen, das weiß ich nicht. Es wird aber auf jeden Fall alles später bei YouTube veröffentlicht. Mit dem Vorangegangenen. Also ich weiß es gar nicht so sehr. Ich spule bei Twitch nie zurück. Ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Also ich vermute jetzt mal nicht. Okay, was ist der Unterschied? Optimum Heat, Optimum Heat. Die nehmen sich nicht so viel, ne? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? 100? 100A. Aha.
Sieht jemand einen Unterschied zwischen den Dingern? Nicht wirklich, oder? Also ich denke auch, ich werde einen kleinen nehmen. Ich frage mich jetzt nur gerade, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Drills? Außer die Farbe? Ich will schwarz. Wenn es nur die Farbe ist, will ich schwarz. Tendenziell würde ich das Ding gerne. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir uns da hinten nicht irgendwas kaputt machen. So wäre es natürlich ganz schön, weil. Hagan, vielen Dank fürs Follow. Willkommen bei den Kommonauten. Viel Spaß beim Zuschauen. So, damit könnten wir rumdrillen. Aber wir würden natürlich auch den Schwerpunkt ein Stück weit verlegen. Und die Klappe da hinten wäre wahrscheinlich auch ziemlich für'n Arsch. TTE, danke für den Follow. Den Rest vom Nicknamen probiere ich gar nicht erst. Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem seitlichen Bohren, obwohl wir könnten natürlich das da als Andockstelle nehmen. Wartet mal, vielleicht machen wir das über einen. Vielleicht nehmen wir einfach hier. Das will er nicht. Warum will er das nicht? Nee, irgendwie will er da nicht rangehen. Bop, bop, bop. Utility. Nee, das ist eher so bei Colonization dann, oder? Will er nicht. Könnten natürlich hier einen Bohrer ranbauen. Ja, wir müssen mal einmal, glaube ich, in den Modus gehen, damit das klappt. So. Damit würden wir natürlich die Türen. Die Türen zumachen und das Gewicht natürlich auch nochmal ein gutes Stück erhöhen. Das natürlich auch dann doppelt so viel wegkühlen, ne? Gut, aber wir hätten zwei Bohrer. Damit können wir dann Zeug bohren. Okay, wir wollen Gypsum. Richtig? Richtig. Zack. Okay, aber so funktioniert das. Auf jeden Fall. Alles klar, man kann die also durchschalten. Zack. Gut, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie ein bisschen Strom, wenn wir das tun. Das heißt, die Überlegung wäre zu sagen, wir packen uns hier oben zwei Solarpanels drauf. Zack. Einmal hier. Und einmal hier vorne, die wir dann, sobald wir in Halteposition sind, ausfahren, um Stromerzeugung zu machen, weil die können schön in alle Richtungen rotieren und uns entsprechend Strom besorgen. Die haben auf jeden Fall auch ordentlich Effizienz, was Strom angeht. Das sollte dann kein Problem sein. Und dann brauchen wir noch Cooling, richtig? Unsere Drills haben noch eine gewisse. Required Cooling 50 Kilowatt. Cooling, Cooling, Cooling. 50 Kilowatt. Da brauchen wir echt nichts Großes, ne? 360 Kilowatt. Gibt es da irgendwas? Irgendwas in klein? 1400 Kilowatt, 300 Kilowatt. 3000 im Max Cooling 12 Kilowatt. Okay, wir kommen der Sache näher. Vielleicht nehmen wir einfach so ganz normale 50 Kilowatt. Sehr schön. Das ist doch eigentlich ideal für das, was wir tun wollen. Vielleicht machen wir die hier einfach als Dach drauf. Nee, hier ist es nicht so gut. Ich glaube, ich packe die einfach hier hin.
Ach, wartet mal, wie wäre es denn, wenn wir die einfach unten runterpacken? Da sind sie auf jeden Fall im Schatten. Und sind nah dran. Ja, sounds like a plan. Guck mal, wir machen hier einfach schön unten drunter die Radiator-Panels. Dann können wir nach unten die Hitze wegstrahlen. Das ist natürlich irgendwie völlig für den Fuß, weil Hitze eigentlich wieder nach oben steigt und bla, aber bei KSP sollte das egal sein. So, zack, zack, zack. Irgendwas nicht bedacht? Können jetzt gleich mal losfahren mit dem Ding und eine kleine Testfahrt machen, oder? Ob das mit dem Abbau so funktioniert. Wir nehmen jetzt hier unseren Mining-Spezialisten mal mit. Und einen Piloten, das sollte ja eigentlich reichen. Und dann gehen wir mit dem Ding jetzt mal kurz nach draußen und gucken mal, ob das so funktioniert. In unserem Falle müssen wir da jetzt aber nochmal eine Fuelzelle mitnehmen, befürchte ich. Wir nehmen am besten gleich ein ganzes Array mit. Weil wir haben es gerade nachts. Da können wir gerade nicht so gut abbauen sonst. So. Gut, dann mal raus damit aufs Launchpad und dann gucken wir mal, ob das mit dem Abbauen funktioniert. Also ob wir prinzipiell Gypsum abbauen. Ich habe mal gerüchteweise gehört, dass man am Kerbin Space Center alle Ressourcen abbauen kann. Schauen wir mal, ob das funktioniert, um zumindest so ein bisschen Basics hinzubekommen. Also, wir wollen Räder und wir wollen einmal Deploy, einmal Retract, einmal Retract. So, jetzt fahren wir hier mal irgendwo hin, wo ein bisschen Gras unter unseren Füßlein ist und probieren da mal zu gucken, was geht. Und X2 de CH. Ja, freue mich auch, dass ich wieder da bin. Wie gesagt, war ja nur 1,5 Wochen, also ich war jetzt nicht lange weg. Und ich hatte es ja angekündigt, dass ich da ein bisschen mal weg bin und ein bisschen was abseits vom Streaming zu tun habe. Aber ging doch eigentlich relativ schnell rum. So, mein Plan wäre normalerweise, dass man sagt, man deployt den Kram hier. Zack. Und nimmt dann die Räder hoch, um sich sauber hinzustellen. So. Dann kommen die Drills runter. Zack. Zack. Dann macht man, das würde ich natürlich jetzt gleich noch auf Action Groups legen, wo ich es gerade so alles schön händisch mache. Achso, der ist schon an. Cool. Dann machen wir mal Strom an. Das wäre jetzt normalerweise natürlich Solarpanels. Solarpaneele. Und dann würden wir Dirt is full. Active Separator. S1 Active Separator Dirt. Das verstehe ich nicht. Ich will ja gar nicht den Dirt haben. Ich will ja das Gypsum daraus haben. Eigentlich waren sie nicht falsch eingestellt. Eigentlich, also sie waren auf Dirt. Ist gleich. Es war ein Pfeil. Ich hoffe, das war ein Pfeil. Er sagt jetzt natürlich Dirt full. Ich will ja keinen. Aber. Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Okay, also das scheint nicht zu funktionieren. Weil normalerweise würden wir momentan so ungefähr 2 Gypsum bei Idealzustand pro Sekunde machen. Das heißt, wir müssten jetzt schon mindestens 0,0 irgendwas haben, wenn es funktionieren würde. Aber das tut es nicht. So, wir holen das mal rein und gucken mal, was man dann noch einstellen kann im Bohrer. Aber es ist gut, dass wir es hier testen. Überlegt mal, wie peinlich es wäre, das Ding auf den Mond zu fliegen und dort festzustellen, dass das eine scheiß Idee war. Oh, der Bohrer ist falsch eingestellt. Wir können ihn leider nicht mehr umstellen. Nein. Ja. Gut. Jetzt klicken wir uns da mal durch. Also, ich verstehe es noch nicht ganz.
Aber ich habe wahrscheinlich noch nicht verstanden, was die mit diesem Separator-Ding meinen. So. Active Separator Dirt. Hä? Kann ich die jetzt nicht mehr einstellen? Ach so. Active Separator Dirt. Ah. Das verstehe ich nicht, aber was heißt dieser Pfeil dann in dem Falle? Größer gleich. Okay, ist egal. Also Gypsum ist jetzt eingestellt und dann müssen wir hier auch noch mal gucken. Dann ist also das hier gar nicht das Interessante. Zack. Ha. Ach so, das ist für die Tundra, die mehrere Dinge extrahieren können. Ich verstehe. Das heißt, das Dirt ist also sogar zweitrangig erstmal nur und eigentlich gar nicht wichtig. So, dann müsste es aber jetzt auch funktionieren. Schwupp. Retract Drill. Dann fahren wir jetzt nochmal raus damit. Weil ich möchte noch eine Sache testen, nämlich, was ich ja glaube bei den ganzen spezialisierten Klassen, oder was ich hoffe, ehrlich gesagt, und das würde ich auch gerne einmal ausprobieren, ist, dass unser Freund der Bergarbeiter, der liebe Skunk, der jetzt hoffentlich immer noch in dem Auto drin sitzt und nicht Jebediah und die ganzen anderen Konsorten, fällt mir gerade mal ein. Schau mal, wer sich da reingeschmuggelt hat. Alles gut. Der müsste ja theoretisch, wenn Bergarbeit, also theoretisch gibt er oder praktisch gibt er, glaube ich, einen Bonus. Aber theoretisch kann er ja vielleicht auch diese Konfigurationen ändern, weil er ist ja ausgebildeter Bergarbeiter. So, das ist mir genug Wiese. Zack, Räder rein. So, wir machen mal die wilde Fuel Cell an und die Bohrer raus. Zack. Separator Gypsum sieht schon mal gut aus. Da passiert irgendwas. Deploy Drill und Start Gypsum Drill. Ah, seht ihr das leckere Gypsum fließen? Sehr gut. Okay, die fahren jetzt auf Temperatur hoch, die lassen wir auch mal laufen, einfach um zu gucken, wie das temperaturtechnisch so funktioniert. Sehr gut. Thermale Effizienz 44%. Also wir kommen jetzt langsam load-technisch hoch. 007, also es ist ja auch gar nicht so wild, wenn die dann da halt mal einen Tag stehen müssen und das Gypsum abbauen, dann ist das halt so. Hauptsache, sie können es abbauen. Das ist ja der wichtige Part, dass wir das schaffen. Aber das sieht doch alles in allem schon mal ganz gut aus. So, und jetzt kann er hier mal schauen, ob er fähig ist, als Bergarbeiter da irgendwas zu machen mit dem Bohrer. Ach, gucke mal. Nee, only engineers can reconfigure modules. Okay, also der Bergarbeiter ist dann tatsächlich nur zur Beaufsichtigung und nur ein Ingenieur kann das umbauen. Das heißt, wir müssen da wohl einen Ingenieur mitnehmen auf unsere Fahrten, aber das Schöne ist ja, wir brauchen ja da unten eigentlich keine Piloten mehr. Also der Pilot muss nicht zwingend fahren. Das heißt, wir können Bergarbeiter mitnehmen und einen Ingenieur. Genau, und Solarzellen sind dran. Und Kühlung auch. Also da unten ist eine Kühlung. Wo auch immer du warst, während wir gebaut haben. Ich weiß nicht, kann man das gut sehen? Da, zwei Radiator-Panels. Die schaffen das auch scheinbar ganz gut. So, jetzt machen wir mal kurz. F11 ist, genau, Temperatur-Overlay. Sieht aber gut aus. Temperaturmäßig sind sie stabil. 25% Load mit Gypsum jetzt hier. Also alles gut. Wir bauen langsam Gypsum ab. Gut. Und wie gesagt, normalerweise dann natürlich auch mit den Solarpanels hier oben. Sieht aber alles ganz gut aus. Okay, dann versehen wir das jetzt noch mit Action Groups und dann sind wir eigentlich.
so weit vorbereitet, dass wir zumindest mal die erste Fuhr machen können. Und sehr schön, wenn Ingenieure das umstellen können, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Ingenieure wahrscheinlich auch die Laderäume umkonfigurieren können. Das heißt, wir können den Rover an der Basis dann auch später verwenden, um anderes Material abzubauen. Das ist dann erstmal ein relativ schönes Universalfahrzeug. Und der Einwand mit einem Container für Werkzeug, der ist gar nicht schlecht. Das sollten wir gleich noch machen, dass wir so ein bisschen Notfall-Equipment mit dabei haben, einfach um sicher zu gehen. Und dann kommt der spannende Part, das auf eine Rakete zu schnallen.